Liebling, Liebling, wach auf, mein Schatz. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, ich liebe es so, dir beim Schlafen zuzusehen. Oh, ja, genau, werd erstmal wach. Ich habe dir schon etwas zu essen gemacht, aber ich habe es noch nicht mitgebracht, weil es noch viel zu heiß ist. Du würdest dich nur verbrennen und das wollen wir beide nicht. Was für eine Überraschung. Oh. Du willst doch nicht alles am Anfang wissen, oder? Ich wollte dich etwas überraschen. Deswegen sage ich es dir erst, wenn du wirklich bereit dafür bist. Wie hast du denn geschlafen? Gefällt dir das Bett, was ich dir besorgt habe? Ja? Schön. Und der Rollstuhl? Kommst du schon alleine rein oder soll ich dir helfen? Ja, kriegst du schon alleine hin. Wunderbar. Sehr schön. Ich denke, dein Knie wird auch bald wieder richtig heil sein. Den Rollstuhl wirst du nicht für immer brauchen. Das geht dir ja schon viel besser. Sieh dich an. Willst du denn gar nicht wissen, was es zu essen gibt? Ich habe dir Bratkartoffeln fertig gemacht. Ganz lecker, wie du es möchtest. Mit den Zwiebeln und den Speckwürfelchen. Das magst du doch so gern. Ja, ich wusste, du freust dich drauf. Ich habe dir doch immer gesagt, ich bin eine gute Frau. Ich gebe da mein Bestes. Weißt du, ich wollte dir die Überraschung eigentlich erst nach dem Essen sagen, aber ich bin so aufgeregt, ich muss es dir einfach sagen. Und zwar habe ich uns ein Haus gekauft. Es ist ein nicht sehr großes Haus, muss ich zugeben, aber es ist perfekt für unsere Bedürfnisse. Es ist auf dem Land, in der Nähe von einem kleinen Wald. Sogar ein kleiner Bach ist in der Nähe. Kannst du das vorstellen? Es ist so perfekt. Schön ruhig gelegen. Und es hat, pass auf, 2 Kinderzimmer. Ich freue mich so, dass ich das gefunden habe. Und es war wirklich sehr günstig. Naja, ich habe auch dafür gesorgt, dass es nicht so teuer wird. Ich meine, guck mich nicht so an. Du weißt ganz genau, dass gewisse Sachen und gewisse Eigenschaften oder Vorfälle einen Preis von einem Haus drücken können. Und ich hatte schon vor mehreren Monaten ein Auge auf dieses Haus geworfen, als ich dran vorbeigefahren bin. Oh, ich habe mich sofort darin verliebt, fast wie in dich, aber nur fast. Nichts kommt an dich ran. Und leider war es zu der Zeit noch bewohnt und da musste ich leider etwas tun. Die Leute, die darin gewohnt haben, hatten irgendwann keine Lust mehr daran zu wohnen und wollten einfach nur noch weg. Was gut für uns ist, denn jetzt haben wir das Haus. Ja, sie leben noch, alles in Ordnung. Was stellst du mich eigentlich immer so dar, als wäre ich eine blutrünstige Mörderin? Ich kann das gar nicht verstehen. Ich meine, bis jetzt habe ich noch keinen umgebracht. Oder? Nein. Siehst du? Nein, ich sorge nur dafür, dass ich mit wenig Aufwand und wenig Verlust und das komme, was ich will und das, was das Beste ist. Das weißt du ja schon. Wie findest du die Neuigkeit? Freust du dich? Ja, du freust dich. Ich kann es dir ansehen. Ist es gar nicht so wie vor ein paar Wochen, als du einfach etwas sagen wolltest, weil du glaubtest, ich wollte es von dir hören. Diesmal meinst du es ehrlich, du freust dich wirklich auf das Haus? Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem jetzigen Zustand. Das kann man ja hier gar nicht wohnen nennen. Ich meine, sieh dich doch mal um. Es wird ein richtig schönes Haus werden. Mit mehreren Schlafzimmern und mehreren Badezimmern. Sogar 2 Badezimmer hat es. Und einen schönen Vorgarten und ein weitläufiges Gelände grenzt an dem Grundstück an. Das bedeutet, dass wir keine nervigen Nachbarn haben werden. Es wird so romantisch und schön. Unsere Kinder werden frei auf dem Feld spielen können, wenn sie klein sind, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwo in Glasscherben treten oder sonst was.
was in Großstädten oft passiert. Sie werden richtig schön aufwachsen. Sie werden auf Bäume klettern können. Und sie werden am Bach spielen können und Verstecken im Wäldchen spielen. Oh, es wird so romantisch. Oh, ich kann es mir schon richtig vorstellen, wie wir alle zusammen als kleine Familie am Bach im Frühling sitzen und kleine Frösche fangen. Siehst du es nicht auch schon? Oh, natürlich siehst du es nicht. Du weißt ja gar nicht, wie das Haus aussieht. Aber ich verspreche dir, sobald du es siehst, wirst du dich genauso in das Häuschen verlieben wie ich auch. Es ist einfach perfekt für uns, so wie wir perfekt sein werden. Ja, was wünschst du dir eigentlich mehr? Ein Junge oder ein Mädchen? Ach, sag sowas nicht. Es macht einen großen Unterschied, ob man ein Mädchen oder einen Jungen bekommt. Ich meine, ob wir eine kleine Prinzessin oder einen kleinen Prinzen aufziehen. Das ist doch ein sehr großer Unterschied. Den Jungen müssten wir so erziehen, dass er sehr tapfer wird. Und das Mädchen so, dass es zurückhaltend und süß ist. Das müsste so passieren. Seine richtig kleine, süße Prinzessin. Und ein kleiner Prinz. Am besten beides, findest du nicht? Ein Jungen und ein Mädchen. Das wäre so süß. Ja. Und dann könnte man ihnen kleine Outfits anziehen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Und man könnte zusammen dann Karneval die Outfits aufeinander abstimmen. Oh, das wäre so süß. Ja. Ich denke, du hast doch recht mit deiner Wahl. Wenn wir beide hätten, wäre es perfekt, ein Junge und ein Mädchen. Dabei ist es eigentlich sogar egal, welcher von beiden der Ältere oder die Ältere ist. Weil ich denke nicht, dass wir eine sehr weite Pause zwischen den beiden haben werden. Der oder die Ältere wird höchstens ein Jahr älter sein. Es wird so perfekt werden. Sieh mich an, ich werde schon wieder ganz sentimental. Ich denke, ich hole dir am besten deine Bratkartoffeln. Bevor ich gehe, möchte ich aber noch etwas von dir hören. Und ich würde das nicht sagen, wenn ich nicht glauben würde, wenn ich nicht wissen würde, dass du soweit bist. Ich kann es in deinen Augen sehen, dass du es fühlst. Du traust dich noch nicht, es auszusprechen, weil du glaubst, dass du es eigentlich gar nicht fühlen dürftest, nach dem, was ich alles mit dir getan habe. Deswegen mache ich es dir einfach, okay? Beide sind hier alleine, siehst du? Nur du und ich. Kein anderer kann dich hören. Du musst dich nicht dafür schämen, was du gleich sagst. Und tu nicht nur so. Ich werde es merken, wenn du nur so tust. Sei ehrlich. Sei wirklich ehrlich. Sieh mich an. Ich liebe dich. Jetzt bist du an der Reihe. Komm schon, sag, dass du mich liebst. Nach den ganzen Wochen verdiene ich doch wenigstens das von dir, findest du nicht? Sag, dass du mich liebst. Sag, ich liebe dich. Ich weiß, dass du es fühlst. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich sage, ich liebe dich und dann sagst du, ich liebe dich auch. In Ordnung? Ich liebe dich. Oh. Siehst du, du fühlst dich bestimmt schon viel besser, oder? Jetzt, wo du es endlich gesagt hast. Ich bin so stolz auf dich, auf uns beide, dass wir diesen Schritt gemeinsam getan haben. Wie kann ich jetzt weggehen? Es ist ein so großer Moment. Aber ich habe dir versprochen, dass ich es dir leicht mache und wenn ich jetzt die ganze Zeit bei dir bleibe, ist es das Gegenteil von dem, was ich versprochen habe. Deswegen gehe ich jetzt los und hole dein Essen in Ordnung. Du machst mich wirklich zur glücklichsten Frau auf diesem Planeten.